Willkommen, liebe Leute, zu dem Mittelalter-Abenteuer Kingdom Deliverance. Es geht weiter. So, ich hatte jetzt vor, diese Köchin zu organisieren. Ich bin jetzt in Sarsau. Der Pfarrer hat kein Interesse mehr, zurückzugehen. Ich stehle dem Händler aus der Detschko das Gildensiegel. Das mache ich lieber nachts. Also nachts Taschendiebstahl durchzuführen ist viel einfacher als tagsüber. So. Problem ist jetzt aber, im letzten Teil habe ich es, glaube ich, vermasselt. Ich habe da die Namen vertauscht. Es geht ja um Wasserträger und Exkrementeträger, also Scheißeträger sozusagen. Im Spiel heißt es Scheißeträger, also sage ich Scheißeträger. Und ich habe verwechselt wahrscheinlich, wer Wasser und wer Scheiße tragen wollte. Könnte jetzt sein, dass es so ein bisschen Probleme gibt. Dass die Scarletzer mich jetzt eventuell hassen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Werden wir sehen. Schon wieder Abend, ey, verdammt. Schon wieder fast Schlafenszeit für die meisten. Und der Vogt, der arbeitet wahrscheinlich nicht mehr um 19 Uhr abends. Ah. Alter, da ist ja jeden Tag ein Rathaya-Turnier. Kann doch nicht sein. So. Oh, sorry. Verdammt! Ja. Reite dich von Menschen fern, wenn du nicht weißt, wie man reitet. Was ist das mit dem? Warum rennt der Pfarrer weg? Hä? Wer ist das? Parteierpfarrer? Wieso rennt der? Reden, hallo? Achso. Mach's gut. Ich weiß nicht, warum der wegrennt, also. Keine Ahnung. So. Gucken. Bettler. Gott schütze dich. Ich soll Arbeiter auftreiben und wollte dich fragen. Warum mich? Nun, ich dachte, du wüsstest ehrliche Arbeit für ehrlichen Lohn zu schätzen. Was willst du damit sagen? Ich wollte dir bloß helfen. Was bist du nicht für ein barmherziger Samariter? Geh und nerv jemand anderes. Auf bald. Aha, der will also nicht arbeiten. Okay. Zeig mir, was du da versteckt hast. Was? Wieso? Bist du taub? Hä? Weshalb? Will der ja zu mir. Sicherheit geht vor. Willst du mich verarschen oder was? Ich hab nichts geklaut. Also ich hab alles, was ich geklaut habe, schon abgenommen bekommen. Belästige mich nicht damit. Oh, ich weiß nicht, Alter. Okay, könnte vielleicht funktionieren. Ich komme mit wichtiger Kunde. Ich habe keine Zeit für diesen Unfug. Na gut, geh nur weiter. Idiot. Die Bürgerin? Was willst du von mir? Nee, kann nicht sein. Wächter? Hä? Das blaue Zeichen oben? Stehe ich jetzt nicht gerade. Geht zum Vogt zurück. Ah, okay. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich habe eure Sachen. Ich habe eure Sachen. Wirklich? Ja. Aber das war nicht leicht. Welche Sachen? Ach, nichts. Wollte ich gar nicht mehr. Ich habe mich vertan. Verzeih. Hä? Was wollt ihr denn haben? Lebe wohl. Ach so, ja, der wollte den Schatz haben. Ich sollte nochmal nach Skalitz gehen. Was willst du jetzt wieder von mir? Hübsche Augen hat sie. Gott behüt dich. So,
Okay, dann gehe ich mal zur Köchin im Pfarrhaus. Wenn das klappt, dann hätten wir, glaube ich, alles fertig gemacht. Hätten für jede Arbeit hätten wir dann einen Arbeiter. So, wo ist die jetzt hier? Schläft die oder? Oder ist sie in der Kirche? Ah. Was rede ich denn mit einem Bettler wie dir? Ich habe mich in Sasau umgehört. Pater Franziskus fehlt es an nichts in Sasau. Er wird nicht so bald nach St. Jakob zurückkehren. Du hast ihn gesprochen? Wie geht es ihm? Seine Soutane muss sicher wieder gestopft werden. Andauernd zerreißt er sie. Er stolpert ständig über Stock und Stein. Jetzt wird's problematisch. Er kann nicht zurück. Er ist jetzt woanders tätig. Schwer. Wie gesagt, ihm fehlt es an nichts. Alles gut? Ja, und jetzt? Ich brauch doch die Köchin, ey. War's das schon? Das kann nicht wahr sein. Ja, wie finde ich jetzt die Köchin? Soll ich nochmal mit ihr reden? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Boah. Alles Gute. Verstehe ich es nicht. Sprich mit dem Händler Hagen. Genau, der hat eine Köchin gesucht, aber wer... Ja, keine Ahnung. Ich gehe mal nochmal zu dem Hagen. Verstehe ich es nicht. Oh, wer ist das? Weshalb bist du hier? Möge Gott. Wieso rennen die alle rum? Wegen dem Regen oder was? So, nochmal mit dem reden hier. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Der Vogt schickt mich. Er sagt, du suchst nach einer Köchin. Richtig, nach einer guten. Aber das habe ich alles schon unserem geschätzten Vogt erzählt. Ich habe dem Vogt meine Hilfe angeboten. Ich kenne die Skalitzer. Ah, verstehe. Was willst du wissen? Habe ich doch schon mal gefragt, oder nicht? Was erwartest du von einer Köchin? Gibt es besondere Ansprüche, die du an die neue Köchin hast? Tja, es wäre von Vorteil, wenn sie weiß, wie man kocht. Ja, aber der Vogt sagte, du hättest auch andere Anforderungen. Nun, ich will eine Frau, die auch im Haus nach dem Rechten sieht, wenn ich auf Reisen bin. Jung, liebreizend. Wozu? Ihre Kochkunst soll die Leute beeindrucken, nicht ihr Äußeres. Ich verstehe. Verzeih. Ich hörte auch, es gäbe offene Trägerstellen. Ja, man hätte wirklich früher darauf kommen können. Es ist besser... Und es ist auch besser... Das kennen wir doch schon. Natürlich, ich hab doch schon alle. Ich hörte, du brauchst... Es zieht anständig, aber ich... Genug. So, das war's. Lebe wohl. Aber was ist mit der Köchin? Wo bekomme ich die Köchin her? Das verstehe ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen... Ich habe keine Köchin gefunden. Das ist jetzt ein Problem. Ob die Theresa? Nee, das glaube ich nicht. Gehe ich nochmal zum Vogt. Alter, diese Mission, ey, die dauert. Glück und Gesundheit. So. Das mit der Köchin ist auch erledigt. Ah. Soll ich Hagen Bescheid sagen? Das werde ich übernehmen. Sag mir nur, wer es ist. Agnes, oder? Ja. Ich habe Agnes als Köchin erwählt. Es war nicht leicht, sie zu überreden, aber sie ist die beste Köchin weit und breit. Schön, das zu hören. Ich muss Hagen wohl bald einen Besuch abstatten. Gut, jetzt hätten wir alles, ne? Meister Vogt. Gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Was er...
wieso er immer so frech ist, ey. Frechheit. Wirklich. Ich helfe dem und dann sagt er, ich soll ihn nicht ansprechen. Was glaubt er, wer der ist, ey? Ja. So. Gut, tja. Was nun, Leute? Wir haben jetzt ein paar Quests erledigt. Das mit den Wasser- und Scheißträgern auch mit der Köchin. Jetzt muss ich mal gucken. Ledetschko wäre das. Schal des Mädchens stehlen. Ein Knecht ist voller Groll. Und sind auf Rache. Den wollte ich eigentlich verpetzen, weil das ein Arsch ist. Den Brokatstoff vom Sasauer Schneider brauche ich auch noch, leider. Ich weiß nur nicht, ob ich diese speziellen Schlösser, diese ganz schweren Schlösser schon knacken kann. Deswegen werde ich jetzt erstmal nach, also zur Mühle gehen, zur Theresa. Hallo? So. Ich kann nicht schnell reisen? So nicht. Geht das nicht jetzt? Hallo? Hä? Bin ich überladen oder was? Nee. Wieso kann ich nicht schnell reisen? Dann werde ich halt aus dem Gebiet rausgehen hier. Vielleicht geht's jetzt. So, komm. Jetzt geht's. Wenn ich die Tür nämlich öffnen kann bei dem Müller, die ganze Zeit so schwer zu knacken war, dann kann ich auch bei dem Schneider schon den Stoff klauen. Vielleicht kann ich bei dem auch meine Schlösserknackfähigkeit. Ah, sie hat das Kleid an. Sehr schön. Hallo, Theresa. Und eine schöne Kette hat sie. Ich habe etwas für dich. Sehr schön. Die habe ich von Onkel Peschek. Aber treib damit bloß kein Schindluder. Dietriche? Du weißt aber schon, was man mit denen macht, oder? Lass dich bloß nicht erwischen. Falls doch, sag ja nicht, dass du sie von mir hast. Süß. So. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Bei dem Wetter? Gehen wir lieber ein andermal, ja? Okay. Wollen wir einen Spaziergang machen? Ich wüsste gerne, ich habe Fragen. Nee, gut. Alles klar. Mit dem kann ich auch nicht reden. Jetzt zwar. Schönen Tag. So, Übung. Es heißt, du kannst Schlösser knacken. Würdest du mich unterrichten? Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik verfeinern. Gut, aber nur gegen Sie. Ah, sehr gut, es geht. 540, Alter, krass. Ist das nicht etwas viel? 540 will er haben, ey. Der Sack. Gut, aber nur gegen Silber. Boah, das war teuer, Alter. Aber ich bin immer noch kein Experte. Ich frage mich, ob ich auch die nächste Stufe freischalten könnte. Werden wir gleich mal gucken hier. Es heißt, du kannst Schlösser... Selbstverständlich. Zeig mal her, Meister. Ich will ein Meister werden. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Okay, also das reicht noch nicht. Okay. Ich denke darüber nach. Da fehlen noch ein paar Schlösser zu knacken. Gut. Dann viel Glück. Vielleicht reicht's aber für die Tür zu öffnen. So. Ansonsten habe ich nichts für dich dabei, Theresa. Ich könnte dir vielleicht nochmal ein Kleid geben oder so, wenn ich ein Kleid dabei habe. Was habe ich denn da noch drin? Nee, Kleider habe ich keine mehr. Ne, doch. Ja, aber das Ding ist nichts wert. 19 Goldstücke, das ist ja... Das ist gar nichts, ne. Da muss ich was anderes holen. Grüne Google will ich auch nicht, die ist hässlich. Ansonsten habe ich keine Kleider, ne. Okay, dann lassen wir das wohl. Es wird aber dunkel, das heißt... Entweder warte ich, bis sie schlafen und mache mich dann zum Sasauer Schneider auf.
Oder ich reite jetzt schon nach Sasau. Weiß aber noch nicht, ob ich das Schloss knacken kann. Deswegen werde ich erstmal hier warten, bis die schlafen gehen. Wenn ich die Tür öffnen kann, weil ich will schon seit Anfang des Spiels wissen, was hinter der Tür ist. Wenn ich die Tür knacken kann, dann kann ich auch die Schlösser beim Vogt, beim den anderen Händlern und bei dem Schneider und so weiter knacken. Das wird dann kein Problem für mich. So, sind alle im Bett? Ja, sie schlafen schon. Sehr gut. Denke ich mal. Alle, da ist sogar ein Glühwürmchen. Guckt mal. Krass. Habe ich noch gar nicht gesehen. Hier gibt es sogar Glühwürmchen. Okay. Das Schloss geht immer noch nicht, Alter. Ich kann es immer noch nicht knacken. Das Ding ist so stark gesichert, ey. Das ist eine Scheiße, Alter. Boah, Junge. Okay, dann war's das wohl. Dann kann ich nichts machen. Es kann natürlich sein, dass dieses Schloss noch komplizierter ist als das beim Schneider. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Zeig mal her. Am besten, komm, ich werde hier... kann ich das lernen? Nee. Irgendein Buch hatte ich doch noch. Was ich noch lernen konnte. Oder hätte können. Münz? Nee, das ist nichts Rezept für Schlaftrunk. Den kenne ich schon. Ulrichs Dokumente. Tja, jetzt haben wir ein Problem. Ich müsste auch mal die ganzen Schätze finden, ey. Ich habe so viel Schatzkarten, ey. Das wäre doch mal was, wenn man eine ganze Folge nur Schätze jagen geht. Die müssten überall verstreut sein in der Gegend. Wenn wir die suchen mit einem Spaten, das macht bestimmt Spaß, in der Natur so zu gucken. Sind das auch Sachen, die ich lernen kann? Nee. Das sind eigentlich nur normale Bücher, die kann ich verkaufen. Ah, okay, Alchemistenstufe habe ich noch nicht erreicht. Wirtshaus auch. Oh, das geht. Wirtshaus geht. Dann werde ich bis 9 Uhr morgens lernen. An der Mühle wird mir nichts passieren, da kommen auch keine Banditen und so. Ich muss mal die ganzen Bücher lernen, damit ich mal ein paar Punkte bekomme. In meinem Talentbaum. Und wie gesagt, einen Tag kann ich ohne Schlaf überstehen. Das ist ja nicht schlimm. So. Perfekt. Was mir das jetzt gebracht hat im Wirtshaus, keine Ahnung. Okay. So, aber ich könnte mit ihr nochmal spazieren gehen jetzt. Ah, jetzt hat sie mein Kleid nicht an. Schade. Warum trägst du eine Rüstung? Keine Angst, ich beiße nicht. So. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Okay. Wo gehen wir hin? Oder geht es automatisch? Oh, die gehen automatisch irgendwo hin. Ah, das muss schön gewesen sein. Früher. Verliebt sein. Heinrich? Oh. Denkst du manchmal an die Zeit in Skalitz zurück? An wann genau? Bevor das alles passiert ist. Ich kümmerte mich um die Hühner und brachte Samuel sein Mittagessen zur Mine. Das scheint eine Ewigkeit her zu sein, nicht wahr? Im Sommer habe ich immer den ganzen Weg barfuß zurückgelegt. Und wenn es sehr heiß war, habe ich unterwegs am Bach Halt gemacht und meine Füße reingesteckt. Ich musste mit dem Bottich im Hof vorlieb nehmen, wenn ich in der Schmiede half.
Kannst du dir vorstellen, wie heiß es dort war? Ich versuchte oft, mich aus dem Staub zu machen, obschon ich wusste, dass es Ärger geben wird. Das weiß ich noch. Im ganzen Dorf hat dein Vater nach dir gesucht und du hast dich irgendwo mit Fritz und Matthäus versteckt. Ich und die anderen Mädchen sind euch manchmal heimlich gefolgt, aber wir haben nie gesagt, wo ihr seid. Und wenn dein Vater wieder nach Hause getrottet ist, seid ihr drei in den Wald und habt mit Stöcken gekämpft. Wir taten so, als wären wir Ritter. Mein Gott, wie viele blaue Flecken ich hatte. Einige Treffer von Fritz, dem Ochsen, spüre ich übrigens immer noch. Jetzt musst du nicht mehr Ritter spielen. Du bist quasi einer. Nee, ich bin kein Ritter. Ich bin kein Ritter. Aber ritterlich bist du sehr wohl. Du hast mich gerettet. Nun ja, wenn man es so betrachtet, sind wir beide Ritter. Du hast mich auch gerettet. Heinrich, eine Frau kann kein Ritter sein. Leben retten kann sie aber trotzdem. Wer würde ein Lämmchen wie dich nicht retten? Schön. Ob ich die heiraten kann, ob das da geht in dem Spiel? Ob man sich da kirchlich trauen kann oder so? Keine Ahnung. Aber da. Schön wär's. Danke fürs Kommen, Heinrich. Gern geschehen. Ah, das war schön. So. Ich denke mir, dass früher Liebe schöner war als heute. Da gab es auch nicht so viel Ablenkung wie Handys und Internet und der ganze Mist. Und da hat man nicht alle Meter weit eine andere Frau gesehen oder für die Frau einen anderen Mann gesehen. Also, und da hat man sich mehr zusammenschweißen können damals. Auch weil es mehr Verantwortung gab früher. Jeder musste arbeiten und so. Und die Leute waren glücklich mit wenig. Nicht so wie heute. So, okay. Jetzt muss ich aber gucken. Vergeltung? Nee. Der Schatz. Ich müsste nochmal nach Scarlett gehen. Definitiv. Da oben. Ich habe jetzt sogar den Ort eingetragen bekommen, wo der Schatz liegen soll. Vielleicht sollte ich da nochmal hinreiten. Wäre eigentlich ganz interessant. Also, ne, ich gehe mal hin. Komm, was soll's. Oh, hoffentlich nicht zu Fuß. Scheiße, ich hab's vergessen. Boah. Zu Fuß könnte problematisch sein. Da komme ich nicht so schnell weg bei einer Falle. Man müsste auch die Reise unterbrechen können, wenn man auf Escape drückt oder so. Das geht leider nicht. Oh, jetzt kommen wir wieder ins Waldgebiet. Ich vermute mal, dass in Scarlet wieder Banditen unterwegs sind. Bisher waren immer Banditen in Scarlet, die sich bekämpft haben und so. Da muss ich aufpassen, ey. Wie gesagt, Schwertkampf liegt mir gar nicht in dem Spiel. Das ist sehr schwer. Ein Gegner geht noch, aber wenn es zwei oder drei Gegner sind oder mehr, dann habe ich da echt gelost. Hindernis. Ach nee, komm. Das war garantiert eine Falle. Boah, krass. Den halben Tag unterwegs. Aber da ist schon Scarlet. Sehr gut. Bei den Minen müssen wir auch nichts mehr machen. Ist alles schon erledigt. Das Silberwasch, die Silberwaschanlage ist auch gesäubert, aber ich vermute mal, da sind wieder Banditen. Weil das sind ja keine Soldaten oder so, keine Wächter. Ja. Also keine Wächter oder Soldaten, die das Ding schützen, sondern das ist ja offen, ja, da kann jeder rein. Und dann machen sich bestimmt wieder Banditen bereit. Ja. So, ich vermute mal, dass hier wieder gekämpft wird. Ich werde mal aus der Ferne gucken. Ja, ich dachte es mir schon.
Ich habe auf jeden Fall wieder Kumanen gehört. Gegen Wächter? Warte mal, ich steig mal. Ich renn mal hin. Sind das Wächter? Nee, das sind Banditen, oder? Oh, Kumane, noch mehr Kumane. Alter, verarsch mich nicht. Alter, wie viele Kumane waren das? Ich renn mal kurz weg. Boah, Junge. 4, 5 Kumane oder so, keine Ahnung. Ey, das war ja fies. Wie soll ich das überleben? Unmöglich. Tja, dann muss ich wieder tricksen irgendwie, aber wie? Geht nur um Bogen vielleicht. Da wird schon einer kommen, ne? Kommt einer? Nee, das muss ich anders machen. Ich muss einen anlocken und dann muss ich gucken, dass der mir folgt und den dann versuchen kalt zu machen. Eine Ritterrüstung habe ich schon an. Sind das alles Kumanen oder Wächter jetzt? Ich habe keine Ahnung. Die sehen aus wie Wächter. Das sind doch keine Kumanen, oder? Kumanen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Ich will jetzt keinen Fehler machen. Sehen für mich aus wie normale Wachen. Sonst hätten die mich ja schon längst angegriffen. Hallo? Seid ihr Wächter oder seid ihr Kumanen? Ah, okay. Das ist dir nicht gestattet. Doch, Wächter. Oh, Glück gehabt, ey. Das war knapp. Wächter. Ah, oh, sehr gut. Auch ein Wächter. Okay. Ey, Leute, habe ich echt Glück gehabt. Hier liegt immer noch ein Händler rum. Damast. Oh. Brokatstoff. Ey, cool. Sau viel Stoff hier wieder. Müsste aber Platz schaffen bei meinem Pferd. Irgendwas muss das Pferd wegschmeißen. Denn ich habe hier einen Haufen Sachen. Ich muss mal nach Wert sortieren. Und dann kann ich ja gucken. Großvater Schwert. Das habe ich bisher noch nie gebraucht. Das schmeißen wir jetzt weg. Ritterjagdschwert. Ist auch nichts wert. Hornstrauchbogen. Kumanischer Bogen. Den schmeißen wir auch weg. Komm. Händlerschwert lassen wir mal. Stachel. Oh, Stachel und metallplattierte Streitaxt. Geil. Ich habe noch nie mit einer Axt gekämpft. So, die rote Gugel, die schmeißen wir weg. Komm. Grüne Gugel schmeißen wir weg. Die Arbeitsstiefel schmeißen wir weg. Schmied Ottos Rüstung. Oh Gott, die Rüstung habe ich immer noch. Die ist aber nichts wert. Ich hätte die doch stehlen sollen. Für den anderen Schmied. In Sasau. Aber abgeliefert habe ich die nicht, oder der wollte die gar nicht mehr haben. Komisch. So. Die gelbe Kugel lassen wir mal. Vielleicht können wir da wieder was mischen hier. Weil das so gelb-braun, gelb-bräunliche Rüstung sieht vielleicht auch nicht schlecht aus. So. Okay, das war's. Ein Haufen Kettenbeinlinge habe ich. Die kann man alle verkaufen, ey. Jo. Okay, ansonsten war es das wohl, ne? Gewicht. Nach Gewicht sortieren. Machen wir mal das hier weg. Okay, ich würde sagen, das war's mal. So, dann werde ich mal den Stoff... Oh, der ist gestohlen, hä? Oh,
obwohl es eine Leiche ist, werde ich mal den ganzen Stoff von meinem Pferd bunkern. So, noch eins. So, das war's. Die Groschen werde ich auf jeden Fall nehmen. Kumanische Reiterstiefel. Sehen auch nicht schlecht aus, ne? Ist leichte Rüstung, aber ist trotzdem gut. Kann ich mal nehmen. Habe ich den jetzt gerade schon geplündert oder ist es ein anderer Händler? Ne, das ist ein anderer Händler. Aber dieser schwarze Chaperon, wenn ich den repariere, sieht geil aus. In Schwarz hatte ich noch keinen. Nehme ich auf jeden Fall mit. So, das war's eigentlich. Der Händler haben wir schon. Noch ein Händler. Hey du, rühr dich nicht von der... Was will denn der von mir? Alter, der ist tot. Du bist ein Dieb. Ich hab dich gesehen. Boah, Junge. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Boah. Na schön, das reicht. Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber ich stehe im Dienste des Herrn von Ratai. Das solltest du berücksichtigen. Ah, ich wusste das nicht. Ach, verzeih mir. Geh deiner Wege. Naja gut, dann warten wir halt noch. Vielleicht verduftet er. Ich suche mal in der Zeit den Schatz. Wo ist denn der jetzt eigentlich hier? Das mit dem Taubenschlag, wo ist das? Habe ich, glaube ich, gar nicht aktiviert. Hier, der Schatz. So, wo ist das Ding hier? Da hinten wird es angezeigt. Ich vermute mal, das ist das Ding mit den Klamotten. Aber es kann auch sein, dass ich mich täusche. Weil hier habe ich auch schon gesucht, aber nichts gefunden letztens. So, der müsste... Hier. Krass. Für diesen Bären und seine Familie. Gucken wir mal. Tatsächlich. Okay. Gut, dass niemand die Sachen gefunden hat. Ich sollte sie Bären bringen. Endlich gefunden. Geil. Haben wir wieder eine Quest erledigt. So, aber dass dieser Typ hier rumsteht, das gefällt mir gar nicht. Hier ist doch ein Händler. Alter, wie viele Händler sind denn hier immer in Scarlet? Edle Stiefel, Alter. Geil. Nochmal edle Stiefel. Siegelring. Silberkette. Verzierte schwarze Beinlinge. Nehmen wir auch mal mit. Verlässliche Klinge. Das sind alles Sachen, die habe ich noch gar nicht gehabt, ey. So. Okay, das war's. Alter, hier liegen ja noch mehr Leichen rum. Was geht denn hier ab? So, Dietrich nehmen wir mit. Kumanische Brigantine. Ey, geil, die funktionieren sogar noch, ne? Wenn ich mich mal als Kumane verkleide, was dann wohl passieren wird? Ob die Leute Panik bekommen? Hier ist noch ein Kumane. Na komm. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Füttere ich mal meinen Hund wieder, ey. Ich habe ja genug. Also. Ohr eines Kumanen kann ich leider nicht aufheben, komischerweise. Geht gar nicht. So. Ansonsten liegen hier keine Leichen rum. Und ich bin müde, Alter. Es wird Zeit, dass ich bald pennen gehe. So, aber den kann ich nicht plündern irgendwie. Oder kann ich da was machen? Wieso hat der Bauchschmerzen? Kumanischer Anführerhelm auch wieder geil.
Kurze Brigandinen, das ist natürlich auch geil. Sowas könnte ich auch gebrauchen, kurze. Mit den verzierten Hosen sieht das bestimmt geil aus. Ich nehme das alles mal mit. Eine rote gefärbte Brigantine, Alter. Boah. Ist schon kaputt, aber 1,7k wert. Boah, okay. Mein Pferd hat noch 40 Kilo, was er nehmen kann, ungefähr. Überschlagen, 40 Kilo. Okay. Dann gucken wir mal. Jetzt noch 2 Kilo. Ah, jetzt kann mein Pferd nicht mehr tragen. Na toll. Müssen wir noch mal was wegschmeißen, ha? Diese Steppjacke. Okay, das war's. Gut. Ich würde trotzdem noch mal gerne an den Händler gehen, aber wenn der da rumsteht, kann ich ihm nicht helfen irgendwie? Oh. Ist da irgendetwas? Oh, komm, vergiss es, Alter. Lassen wir die einfach mal da liegen. Scheiß drauf. So. Gut. Was heißt das jetzt? Jetzt müssen wir... Ich könnte mal wieder nach Thallenberg gehen, wegen der Frau. Wegen der Herrin. Da war ich auch schon lange nicht mehr. Ledetschko Gratai Sasau. Boah, Sasauer Schneider, da muss ich eh hin. Das ist jetzt schwer. Nach Atai zum Bären müsste ich ja auch gehen, damit ich ihm die Sachen abliefern kann. Ach komm, dann machen wir das nochmal schnell. Scheiß drauf. Ach ja. So, warum bin ich hier? Ich habe jetzt gerade auf mein Handy geschaut. Sag mir nicht, dass es eine Falle ist. Oder ein Hindernis oder keine Ahnung was. Oder ist hier was passiert? Wo bin ich überhaupt? Ich bin gar nicht weit gekommen, zwischen Rofna und Skarlitz. Ja, was bedeutet das jetzt? Ist da jemand? Oh, da vorne ist was Rotes. Ne, das sind, glaube ich, Blumen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Meistens sind es Fallen hier. Ah, guck mal. Da. Ne, oder? Das ist eine Brücke. Ne, das kann nicht sein. Da ist doch gar keiner. Oder daneben in den Hecken ist jemand. Ja. Ja. Ich hab's gewusst, Alter. Banditen, Banditen, Banditen. Banditen. Könnte ich bekämpfen. Es sind 2 Stück, aber habe ich jetzt keinen Bock dazu. Außerdem bin ich müde hier in dem Spiel und das ist nie gut. Ich werde einfach wegreiten. So. Können mich mal kreuzweise. So, ich gehe jetzt nach Ratai. Komm, Alter. Auf geht's, Junge. Pilger. Lass mich in Ruhe mit deinen Pilgern und mit deinen Banditen und was weiß ich. Kein Bock.
Energie 38. Boah, das ist schwach. Ich muss jetzt definitiv pennen gehen, Alter. Aber das mit dem Bären mache ich jetzt noch fertig. In der Folge hier. Das hat sich dann mal gelohnt. Und, wie gesagt, Schlösser knacken. Das muss ich noch, um die Meisterstufe zu erreichen. Ich habe keine Ahnung, da ist keine Anzeige, wie viele Schlösser ich da noch brauche dazu. Aber das heißt, Schlösser knacken, Schlösser knacken, Schlösser knacken. Damit ich die Meisterstufe erreichen kann. Dann ist kein Schloss von mir sicher. Dann kann ich alles knacken, alles stehlen, alles verkaufen. Und wir sind in Ratai. Sehr gut. Es ist 1 Uhr. Ich muss erstmal gucken, wo ich pennen kann nochmal. Ich glaube, in der Burg war dieses kleine Zimmer für mich. Da werde ich jetzt erstmal hingehen. Ja! Hier drin, genau. So, da werde ich jetzt reingehen und pennen gehen, Alter. Ich bin müde. So, gut. Wir haben jetzt, wie viel Uhr? 1 Uhr, 2 Uhr? 1 Uhr ungefähr. Schlafen wir bis 8 Uhr morgens. Müssen wir wieder ausgeruht sein. Alter, wie lange habe ich das versucht mit dem Schatz? Oder wie lange hatte ich die Mission mit dem Schatz da in meinem Inventar stehen? Also in der Questmark da. So, wie sieht's aus? Bin ich ausgeruht? Erstmal mich frisch machen. Ich brauche was zu essen jetzt. Ich brauche hier, glaube ich, hier ist der Koch. Oh, Badehaus aufsuchen. Achso, nee. Das war ja was anderes. Wo bin ich hier? Was war das denn? Los, Junge, verpiss dich. So. Wo ist denn hier? Oh, wieso ist es mir so schwindelig? Kann sein, dass ich Hunger habe, wie Sau. Ja, komm. Die Flüchtlinge kochen ja auch immer Essen hier. Oh, perfekt. Gut. Und wie gesagt, ich habe einen Haufen Sachen zu reparieren. Das müsste ich auch noch machen. Milan. Das ist, glaube ich, der Faustkämpfer. Gegen den könnte ich auch kämpfen. Brot! Brot! Semmeln und Brezeln! Schwertschmied. Zeig mal her, Junge. Gott schütze dich. Kann ich bei dir noch was verkaufen? Reparatur kann ich was... Ah. Verlässliche Klinge. 44. Alter, da... 177 Goldstücke wird er mir dafür geben. Schwert des Herodes. Ja, das ist ja krass. Ich dachte, das Schwert des Herodes wäre schon geil. Oder stark. Das, der will nur 33 Goldstücke dafür geben, ey. Ist ja... Ja gut, aber die anderen Sachen, So. Mehl, Eier, Salz, Hefe. Bietet alles zu einem kleinen Fach Knoblauch. Ist die Schneiderin schon da? Nee, schade. Und der Bären, der steckt wo jetzt? Ist er das? Ah, da ist er ja. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Ich habe eure Sachen. Wirklich? Ja, aber das war nicht leicht. Bitte sehr. Heilige Maria und Josef, danke.
Du weißt gar nicht, wie sehr du uns geholfen hast. Und falls du meine Gattin kennst, weißt du, dass du mir den Hintern gerettet hast. Oh, Kunesh erzählte mir von den Sachen. Soll ich dem Kunesh nochmal Probleme bereiten? Weil der hat es ja gewusst. Ich sollte dir das vielleicht nicht sagen, aber Kunesh war auch hinter den Sachen her. Er wollte, dass wir sie behalten. Was? Dieser... Dem werde ich... Ich meine, ich werde die Leute vor ihm warnen. Ja, mach ich das lieber. Ich weiß nicht, besser, was ich sagen soll. Hier, viel habe ich nicht, aber du hast uns geholfen. Jetzt habe ich den Becher noch bekommen. Okay, und 20 Groschen. Oh, was? Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Okay, ich habe zwar schon was gegessen, aber okay. Helft mir. Maruna. Gute Gesundheit. Gute Gesundheit, Fräulein. Möge Gott so mit dir sein. Okay, Schönen Tag. Was willst du? Dir einen Kuss geben. Dann viel Glück. Weil du immer so frech zu mir bist. So, die Schneiderin jetzt da, bevor ich das beende hier. Nein, sag mal, ey. Schaut euch diese Gurken an. Erstmal gucken. Was kann die reparieren? Was kann ich verkaufen? Das ist wichtig jetzt. Irgendwas muss ich auf jeden Fall verkaufen. Ich brauche Kohle. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Kohle die jetzt bei sich hat. Oder im Geschäft hat. Die edlen grünen Beinlinge ziehe ich kaum an. Die werde ich verkaufen. Die edlen Stiefel werde ich reparieren lassen. Obwohl, ich habe schon ein paar. Ich brauche eigentlich nur ein paar. So, das kann man reparieren lassen. Das Ding verkaufen wir. Der graue Schal, hässlich. Zwei Kettenbeinlinge. Brauche ich auch nicht. Eins verkaufen. So, kumanische Anführerhelm verkaufen. Aber ich weiß auch nicht, ob man das bei der Schneiderin verkaufen kann. Kann sein, dass ich das beim Rüstungsschmied verkaufen muss. So. Schulterplatten. Rittersporen. Roter Kapuzenschal. Hässlich. Den wollte ich reparieren. Und Beinlinge. So. Okay, das war's. Jetzt noch warten, bis die Dame kommt. Und dann beenden wir das Ganze. Ja, das war wieder eine schöne Mission. Ist zwar nichts großartig vorgefallen, also keine Hauptmission, aber wir konnten so kleine Nebenmissionen erledigen. Das war schön. So, endlich hat die auf. So, gucken wir mal. Schönen Tag. Was willst du? Ist so unfreundlich wahrscheinlich, weil ich sie schon bestehlen wollte oder so. Oder ihr in ihr Laden einbrechen wollte. Gott behüt dich. Ich kann gar nichts reparieren bei ihr. Das geht wahrscheinlich dann nur beim Schneider. Verkaufen. So, jetzt gucken wir mal. Den Filzhut. Wie viel Kohle hat die? 3,8. Das ist ja geil. 3,8. Gut. Besser wäre es natürlich, wenn ich das Ding erst repariere, bevor ich was verkaufe. Das bringt dann mehr Kohle. Kettenbeinlinge. Anführerhelm. Roter Kapuzenschal. Die Silberkette. Ist halt kaputt, ne? Den Rest müsste ich alles reparieren lassen. So, habe ich jetzt alles. Grünen Beinlinge, ja, die wollte ich auch noch verkaufen, alle beide. Und das war's, ne? So, okay. Ehrenwerte Grüße, wie kann ich dienen? Reparatur, sehr gut. Und das hier, was will der dafür haben? 302. Gut. Das war's. Jetzt gehen wir nochmal zum Rüstungsschmied. Karotten und Äpfel! Ein wahrer Hochgenuss! So, zeig mal her, Rüstmeister. Grüß Gott.
Was kann ich für dich... Reparatur. Zeig mal her. Schwarzer Chaperon. Diese Brigantine. Und das war's schon. Alter, 700. Falschen wir. Ah, jetzt. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Zeig mal her. Machen wir mal 30 weniger. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Aber 700, Alter, krass. Wie viel Kohle habe ich jetzt noch? 700. Alter. Sau teuer. So, jetzt zeig mal her, wie sieht das aus? Oh, ich habe sogar noch Lesefähigkeit. Das brauchen wir auch noch, komm. Wenn du bequem sitzt, erhältst du einen doppelten Lesebonus. Aha, Bücherwurm. Die Lernstufe des Buchs, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf oder beim Überspringen von Zeit automatisch. Okay. Kunstliebhaber. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder einen Bildstock erblickst, wird dein Charisma vorübergehend um 2 Punkte erhöht. Beim Lesen wirst du nur halb so schnell müde und hungrig wie gewöhnlich. Ich mache, glaube ich, das hier. Bücherwurm. Das hat Vorteile. So, ansonsten haben wir hier nichts mehr, ne? Doch, Taschendiebstahl, geil. Im Schutze der Menge. Verringert die Chance, entdeckt zu werden, wenn viele Leute in der Nähe sind. Flinke Finger. Beim Taschendiebstahl bewegt sich der Zeiger im Inventar des Opfers doppelt so schnell. Oh, das ist natürlich auch geil. Wenn du Leichen plünderst, findest du mehr Münzen. Boah, schwer. Im Taschendiebstahl bewegt sich der Zeiger im Inventar des Opfers doppelt so schnell. Boah, das ist natürlich auch wichtig. Komm. Okay. So, nochmal gucken. Ich wollte mein Inventar abchecken. Rüstung. So, zeig mal her. Diese Brigantine ziehen wir mal an. Rote Beinlinge haben wir schon. Verzierten Beinlinge. Das sieht man halt leider nicht wegen der Rüstung. Der schwarze Chaperon. Das war's eigentlich schon wieder. Die Stiefel konnte ich noch gar nicht reparieren. Die gehen wir dann nochmal zum Pferd, ey, was soll's. So. Den Glockenhut. Siegelring. Sogar noch teurer als der Silberring. Auch nicht schlecht. Silberne Sporen kann ich beim Pferdehändler verkaufen. Silberkette. Was für eine Kette habe ich? Halskette, eine normale. Aber 1000 Goldstücke. Machen wir das hier weg. Verzierten schwarzen Beinlinge. 800, die sind fast 1000 wert. Krass. Okay, das war's. So. Okay, Leute. Ich denke mal, das war's. Was ich natürlich noch machen kann, ist nochmal schnell. Aber das wird dann wieder zu lange. Hier meine Schwerter und Waffen verkaufen. Das Gambison könnte man noch vielleicht anziehen. Alles, was rot ist, das sieht bestimmt cool aus. Ich muss erst mal gucken hier. Außer die Beinlänge natürlich. Was geben wir dem Pferd? Okay, machen wir das mal so. Schulterplatten weg. Und was war's, glaube ich. Sieht okay aus. Aber das ist braun. Da steht schwarz, aber der ist braun. Naja, gut. Okay, Leute, das war's. Los, beeil dich. Was will denn der von mir? Sicherheit geht vor. Oh, jetzt gucken die mal, ob ich gestohlene Sachen habe. Soll ich bezahlen, dass er mich in Ruhe lässt? Du könntest meinen prall gefüllten Geldbeutel durchsuchen. Dann geh nur. 20, okay. Mit Brot allein kann man nicht leben.
Okay, Leute, dann verabschiede ich mich jetzt nochmal. Und in der nächsten Mission werden wir mal gucken, was wir machen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Gut, dann bis zum nächsten Teil. Ciao, ciao.